Hi Leute, ich bin der Renton, wir spielen Dying Light weiter. Wir sind in Pakt mit Rais und müssen jetzt Siedlungen besuchen und dort ein bisschen Kram holen. Vorher muss ich allerdings den GRE kontaktieren, das mache ich, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ich bin nicht überrascht, dass Rais sein Wort gebrochen hat. Aber der GRE lässt mich bestimmt nicht so einfach den Abgang machen. Und ich muss jede Chance nutzen, an das Antizin zu kommen. Dieses Mal soll ich für ihn Schutzgeld von den Siedlungen im Umkreis eintreiben. Danach sollte er mir besser die Medizin geben. Jo, also kein Zeug holen, sondern Schutzgeld. Der Fuck ist, dass es langsam dunkel wird. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich so schnell wie möglich den GRE kontaktiere. Lass mich mal kurz in meine Waffen schauen. Was habe ich denn alles noch so? Ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal beim Franzosen erstmal. Ich hoffe, dass ich später irgendwie Schwerter oder sonst was kriege. Wäre nicht verkehrt. Ach Gott. Aus dem Weg! Oh geil, Achtung! Ah ja, das bringt bei denen halt mal gar nichts. Ich nehme an, das. Ach Gott. Leckt mich alle, ey. Leckt mich alle fett. Ja, ich vermute, die Lichtfalle hilft dann eher bei den größeren Gegnern. Die jetzt noch nicht da sind, denke ich. Sonst würden sie auf dem Radar angezeigt werden. Crane hier. Bericht. Noch ein Auftrag von Rais. Aber diesmal wird's schmutzig. Er zwingt mich, Schutzgeld von Überlebenden einzusammeln. Tun Sie, was er sagt und bleiben Sie bei ihm. Sie wissen, worum es geht. Ja, Crane Ende. Okay, dann machen wir die Mission jetzt einfach mal. Gehen Sie zu Jafars Werkstatt, um etwas abzuholen. Lasst alles stehen und liegen und begebt euch sofort ins nächste Versteck. Es wird Nacht. Okay, für Nacht bin ich wirklich nicht gut vorbereitet. Oh, guck mal da. Da ist noch irgendwas. Irgendwem kann ich vielleicht helfen. Ah, oh, fuck. Ey, ich helfe jetzt keinem mehr. Ich scheiß drauf. Aber es ist so interessant, was es da gibt. Warte mal, vielleicht kann ich die einfach ablenken. Ach scheiße, da muss ich sogar hin. Ajo, war klar. Hopp, ich würde jetzt echt gern noch wissen, was da oben ist. Gehen wir hier entlang. Kaffee. Bin ich da nicht schon mal hochgeklettert? Falls nein, es sieht sehr ähnlich aus wie irgendwas, was ich schon mal gemacht habe. Ja, ich hoffe, euch gefällt Dying Light soweit. Guck mal da. Alles weg. Die 0,0. Wie bitte? Wenn du mich siehst, denkst du dir dann, der Mann hat Erfolg? Nein? Verständlich. Aber ich habe... hatte... Mir hat so gut wie jede Tankstelle in Aran gehört. Und als sie die Athletikspiele angekündigt haben, da habe ich mir, nun ja, einen Geldsegen erhofft. Wie ein Lottogewinn. War wohl nichts, was? Zieh dich um. Was meinst du? Aran war ein Ort, an dem es sich leben ließ. Etwas rückständig. Aber wir sind zurechtgekommen. Dann haben sie uns die Spiele zugesprochen. Ach, die Versprechungen. Normale Bürger sollten zu Wohlstand gelangen. Und die Wohlhabenden, tja, die sollten zu Königen werden. Ich bin kein König. All die Träume, all die Pläne, sie sind im Nu verflogen. Und es hat nicht nur die erfolgreichen Unternehmer getroffen. Die Regierung hat uns das Blaue vom Himmel versprochen. Sind sie Fensterputzer, Elektroreparateure, Grabenbauer? Die Spiele werden ihr Leben umwälzen. Ja, unsere Welt wurde umgewälzt. Und wie?
Du solltest dich gut umsehen, mein Freund. Ja, sieh dich gut um. Und dann sage dir, ich muss das genießen, was ich habe. Hier und jetzt. Weil es dir in Sekundenbruchteilen wieder genommen werden kann. Yo, schön, dass ich diese Kack-Nebenmission jetzt gemacht habe. Aber ich bin ein bisschen gefickt jetzt. Weil jetzt ist die Nacht wirklich komplett eingebrochen und jetzt geht's los. Und ich versuche jetzt einfach mal, was Dummes zu machen, nämlich da runter zu springen. Nee, ich hau jetzt ab. Da vorne ist die Safe Zone. Ich könnte sie wahrscheinlich noch erreichen, jawohl. Das dürfte kein Problem sein. Ich bin drin. Weil die Zombies sich hier nicht reintrauen oder was? Ey, total der Scheiß. Okay, zurück am Tag. Ich hab noch Punkte, Wendigkeitsstufe. Rutschen. Rutschen klingt doch geil. Achtung! Hat jetzt nicht geklappt. Warte mal. Yeah! Ist das nicht cool? Ist das nicht wunderschön? Ich gehe jetzt zu Jafars Werkstatt und wir sehen uns dort. So, Freunde, wir sind hinter Jafars Werkstatt. Ich weiß nicht, wie ich reinkomme. Sehen wir aber gleich. Wahrscheinlich hier überall außen rum gehen. Alter! Karim, ich bin bei der Werkstatt. Hast dir Zeit gelassen. Erledige den Job und zwar schnell. Das ist bloß die erste Station. Jo, rein komm ich nicht auf normalem Wege. Und wie es hier aussieht. Muss ich jetzt durchs Dach oder was? Ah, guck mal da. Habe ich es da schon probiert? Ich glaube nicht. Ajo, ich muss vermutlich... Hey, ich habe gerade eine Rabattaktion laufen. Ah ja. Was hast denn du? Ich habe kein Geld. Sorry. Also einfach von der anderen Seite rein. Das geht anscheinend auch. Sind Sie Jafar? Wer will das wissen? Mein Name ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass Rais mich schickt. Und dass Sie ihm Geld schulden. Ich kenne dich gar nicht. Da könnt ihr jeder kommen. Du Arschloch. Hau ab. Wie wär's damit? Ich brech dir beide Beine und schleif dich durch die Straßen zurück zu Rais, ha? Dann kann er dir erklären, wieso du besser kooperiert hättest. Schon gut, meine Fresse. Du bist einer von Rais' Leuten. Nur die sind so widerwärtig. Hier ist das Geld. Nimm's schon. Und wenn ich nochmal zurückkommen muss? Ich werde nicht mehr zicken. Mi casa es su casa. Tu mir bloß nicht weh, ja? Boah, wie scheiße, ey. Da hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich bin's. Hab gedroht, dem Alten die Beine zu brechen. Und es hat funktioniert, oder? Als nächstes holst du den Tribut vom Fischerdorf ab. Geh ostwärts zum Tunneleingang. Ihr Boote warten immer dort auf uns. Gut, dann gehen wir ostwärts. Um den Boten am Tunneleingang zu treffen. Ich werde wahrscheinlich schneiden, weil es ein bisschen dauert, bis ich dort bin. Wie geht's dir, Kumpel? Ich spiele den Laufburschen für Rais. Er hat eine Menge Macht. Jagt vielen Angst ein. Und ob er das tut? Hör mal, die Zeit drängt. Uns geht das Antizin aus. Ich gebe es zwar nur ungern zu, aber ich mache mir langsam Sorgen. Ich gebe hier draußen mein Bestes, Bracken. Ja, ich verstehe. Ich will nur, dass du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich bin auch infiziert, schon vergessen? Wenn das keine Motivation ist. Na gut, dann will ich mal hoffen, dass du es bald zum Turm zurückschaffst. Gut, okay. Ach du Scheiße. Ja, ich renn mal rüber und wir sehen uns dort. What the fuck? Was
zum Henker war das? Karim, sowas habe ich noch nie gesehen. Dieser aufgedunsene Infizierte ist einfach explodiert. Ja, wir nennen sie Selbstmörder. Einige von uns töten mit ihnen andere Infizierte. Schießt man auf sie, vernichtet sie alles in 3 Metern Umkreis. Du machst wohl Witze. Bleib auf Distanz, dann passiert dir nichts. Aber was ist mit dem Boden? War er dort? Nein, hab niemanden gesehen, nur scheiß Zombies. Okay, dann musst du wohl zum Dorf gehen. Suche nach einem Mann namens Görsel. Gut, dann sind wir gleich auf dem Weg zum Dorf. Ich will nur das Schloss hier noch knacken. Ah, kurzes Messer. Ach du Scheiße, ey, sieht es hier aus. Das geht ja mal voll nicht klar. Drüben scheint übrigens eine Safe Zone zu sein, die ich holen könnte, wenn ich jetzt auf dem richtigen Weg bin überhaupt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dieser Selbstmörder, der war echt abgefuckt, ey. Alter, ich glaube, ich hau hier. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Karte. Wie zoome ich? Okay, ich muss hier außen rum. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal raus und versuche mir hier die Safety Zone zu holen. Feuer vorbei. Okay, Leute, das hier sieht extrem cool aus. Guckt euch mal die Brücke an. Alles total abgefuckt. Aber das gibt so ein bisschen Apokalypse-Feeling, ehrlich. Kennt man ja aus einigen Zombie-Filmen. Ich bin jetzt gerade am Schauen, wie ich hier am besten runterkomme, weil ich vermute stark, dass ich hier runter muss, um in das Fischerdorf zu kommen. Ich habe die Waffe extra geupgradet, dass sie länger hält. Und es ist trotzdem für den Arsch. What the fuck, was ist denn jetzt los? Okay, Karim, ich bin vor dem Dorf, aber da drin wimmelt's nur so von Infizierten. Dann räum auf. Wir werden für Schutz bezahlt. Dann schütz mal. Ich weiß nicht, ob ich so viele allein erledigen kann. Aber klar kannst du. Denn wenn nicht, kriegst du es mit Reis zu tun. Und du weißt ja sicher noch, was der mit Leuten macht, die ihn enttäuschen. Schließen Sie das Tor. Ja, geil. Jo, jetzt wird halt erstmal aufgeräumt. Jetzt ist so ein fucking, bevor noch mehr von den Biestern reinkommen. Selbstmörder hinter mir. Achtung, Achtung, Achtung. Oh, gefällt mir. Gefällt mir gut. Warte mal, erstmal ablenken. Ist das geil. Oh Mann, ey. Oh, ist das kaputt. Hopp, komm her. Ich glaube, das sind nur noch die 3, das war's dann. Also die mit den Gasflaschen auf dem Rücken, die sind echt super. Lass mich gerade mal kurz Fertigkeiten machen. Kraftstufe. Nahkampfwurf. Tippen Sie 2x R, um zu zielen. Drücken Sie dann RT, um zu werfen. Ich finde den Nahkampfwurf irgendwie langweilig. Also die Würfe an sich. Ich werde es auf jeden Fall noch skillen irgendwann, aber im Moment habe ich da nicht so das Interesse dran. Okay, ich vermute jetzt einfach, dass ich jedes einzelne Haus absuchen muss. Was haben wir hier? Hey, ist da jemand drin? Psst, nicht so laut. Das lockt die Monster an. Ich habe sie beseitigt, aber verstärkt besser das Tor, je noch mehr auftauchen. Sie haben sie alle beseitigt? Allesamt? Reis schickt mich. Sind Sie Görsel? Ah, Sie arbeiten für Reis. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Das reicht jetzt aber.
Uns bleibt sonst nichts. Firkin, tu was! Ayla, bitte! Lass mich mit dem Mann reden! Du kannst uns nicht so behandeln. Firkin wird dir die Fresse polieren. Firkin, hau ihm eins aufs Maul! Ayla, sei... Ich will keinen Ärger. Aber wir haben diesen Monat schon bezahlt. Ihr nehmt uns ja völlig aus. Das ist sowas von nicht mein Problem. Reis will sein Geld. Also zahlen Sie jetzt, oder ich sehe schwarz für Sie. Und Ihre Frau. Du machst uns keine Angst. Tritt ihm in den Arsch, Firkin! Halt den Mund, Ayla! Okay. Hier, das ist alles. Ein echter Kerl hätte ihn fertig gemacht. Ich gehe dann mal. Sie haben anscheinend größere Probleme als das Geld. Tja, in der Zombie-Apokalypse, Okay, Karim, ich hab Gersels Kohle. Ich hasse mich dafür, aber ich hab die Kohle. Der Selbsthass legt sich irgendwann. So, jetzt musst du nur noch zur Fährstation beim alten Pier. Es gibt eine Fähre? Die gab es, bis die Marine den Kahn versenkt hat. Dutzende Leute sind da gestrandet und warteten auf eine andere Fähre, die niemals kam. Da ist also eine Siedlung. Du findest sie im Osten. Sind denn noch Boote dort? Ja, aber jedes Boot, das die Bucht verlassen will, wird sofort torpediert. Allahopp, wir müssen zum Fährhafen. Ja, in der Zombie-Apokalypse braucht man anscheinend echte Kerle. Anders geht's nicht. Hier ist wahrscheinlich eine Nebenquest. Weißt du, wie die Infizierten reingekommen sind? Klar. Ich weiß, wie sie reingekommen sind. Dieser maskierte Spinner hat den Riegel durchgesägt. Von wem redest du? Wir nennen ihn den Gasmaskenmann. Er lebt draußen und hat echt einen Schuss. Er trägt dauernd eine Gasmaske. Denkt, das würde ihn schützen. Ja, was? Ganz sicher? Eine Wache hat ihn den Riegel durchsägen sehen. Jemand sollte sich um diesen Kerl kümmern. Gut, alles klar, wir haben eine Quest mit dem Gasmaskenmann. Ich kann die Fährte jetzt aufnehmen. Und kann das dann auch direkt beim nächsten Mal machen, weil hier ist der Part zu Ende. Leute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in Dying Light. Ciao!